Willkommen, liebe Leute, zu Let's Play Portal. 4-2 ist vorbei und jetzt geht's los mit Portal natürlich von der ersten Sequenz an. Die ersten paar Räume habe ich schon durch, weil ich das Spiel angetestet habe, aber es ist nach wie vor ein Blind Game. Das Spiel soll nicht lange dauern, angeblich. Angeblich so irgendwie nur 10 Parts, 10 Minuten. Aber wir werden sehen. So, ich würde gerne irgendwie. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Aperture. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, perdón, de fallar muchos. Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ja, ihr seht schon, das Spiel heißt nicht umsonst Portal, denn es geht um Portale. Und wir sind diese nette, schnucklige Frau, die wir da sehen. Die da. Und, wir sind bei Portal. Hi. Und, die erste Aufgabe ist total schwer. Wir müssen eine Kiste nehmen und die da draufstehen. Ja, es geht darum. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Ja. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Ja. Wie war das hier nochmal? Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast-Superkollisions-Superknopf. Da muss ich nicht hin. Da muss ich hin. Dann hier durch. Dann hier rein. Perfekt. Ja. Dann bitte begeben hier rein. Sie sich rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Ja, HDF. Portal. Es geht um Portale. Wir dürfen gleich mit Geschick und sonst was und überlegen und nachdenken und ich weiß nicht was versuchen, Rätsel zu lösen. Das heißt, das Let's Play wird um die 500 Parts dauern, da ich an irgendwelchen Sachen scheitern werde. Sie machen das sehr gut. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist. Ein unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Gut, los geht's. Was ist das jetzt hier? Da müssen wir raus und bekommen. Sehr gut. Sie verfügen nun über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Ja. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher, das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus... Jo. Wir sehen schon. Wir können jetzt selbst ein Portal schießen. Und aus dem anderen rauslaufen, das ist das Prinzip von Portal. Ein sehr interessantes Prinzip, wie ich finde. Und, ja, ich spiele das Spiel über Steam. Das ist ein Steam-Spiel, also nicht wundern. Begeben Sie sich in die Kammerschleuse. Na! Hab und rein da. Wie war das? Zerstören Sie keine wichtigen Testapparate. Ach, mach ich nicht. Gab nur ein bisschen Spaß mit den Dingen. Okay, wie war das denn nochmal? Ach, richtig, ich konnte da hinten was hinschießen, dann konnte ich einfach durchgehen. Ja, seht ihr mal. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Ja.
Die Computerstimme ist auf Englisch angeblich sehr viel lustiger, aber wir sollten doch eigentlich alles verstehen, was sie sagt. Und für meine lieben anderen Abonnenten, die kein Englisch so gut sprechen, ich lasse es jetzt auf Deutsch. Und ja. Geh weg. Ich mag die ganzen Kameras nicht. Ich will, dass sie... Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Da liegt was drauf. Zählt das nicht? Anscheinend nicht. So. Einmal da rein, bitte. Und dann kommt er hier raus. Und dann... können wir dazu machen. Danke. Sehr gut. Ich weiß. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Ja, ich sag euch, wenn es wieder komplett blind ist, also ich habe wirklich doch ein bisschen gemacht, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Also ich habe halt die ersten paar Dinger angetestet, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Weil ich unbedingt zwei Portale schießen wollte. Weil, ja, bald können wir auch die orangenen Portale schießen. Deswegen ist das jetzt hier auch noch nicht blind, also so leid es mir tut. Wie war das nochmal? Genau. Oh, whatever. Komm her. Drauf. Hoppa. Hoppa. Mich selbst durch. Und das drauf. Ja, also wir werden nachher mit Denkaufgaben... Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage... dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Die Wahrheitsverzerrung ist auch gut. Was noch die genaue Begründung für dieses Spiel ist, ich weiß nicht, ob es hier so eine Art Story gibt oder nicht, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Weiß ich nämlich in Wirklichkeit gar nicht, also ich habe keine Ahnung. Genau, wie war das hier? Sicherheit ist unglaublich. So, das Ding schießt hier rein, kommt da wieder raus und trifft. Hopp, 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 hopp und nächster Raum. Bum, 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 bum. Capture. Capture. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu ihrer Sicherheit deaktiviert. Gut. Jetzt mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Verdammt. Also ich muss hier gucken, wann das Ding kommt. Also hier, das ist, wie gesagt, sehr lustig gemacht. Scheiße. Na los, fahr. Weil hier drauf können wir nicht schießen. Und weiter geht's. Capture Laboratories. Ja, diese Aufzüge. Ich weiß nicht, ob... ja, was die Aufzüge hier wollen. So, was haben wir hier? Achten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Das war irgendwie schwachsinnig. Aua. Jetzt ist das Ding, glaube ich, bei mir explodiert. Kann das sein? Aber ich bin tot. Scheiße. Ja, Moment, ich... ach, das ist so ein... Moment. Ich glaube, ich weiß es wieder. Genau jetzt. Nee. Doch. Ha! Ist nämlich da an der Wand abgeprallt. Ja, genau. Ab, einmal schnell. Oh, Glück. Drauf. Oh, hier, oh, je. Okay. Ja, soweit war ich auch schon mal. Ich habe das mir die. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ja. Der Anschein der Gefahr. Ich glaube auch. Ja, Portal 2 kommt raus. Portal 1 ist daher, glaube ich, im Sonderangebot. Oder weiß ich nicht. Auf jeden Fall bei Steam
Ich hab's, glaube ich, für 20. Nee, für. Doch, nein. 15 Euro. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Ja, das stimmt nicht so ganz. Bis ich das jetzt geschafft habe, dauert es ein bisschen, aber naja. Wo wirft man denn noch? Mit welcher Taste? Das kann ja lange dauern. Also wir müssten den hier oben das durch. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Na, die ist nicht fehlerhaft, das geht. Hoppa! Ich krieg den da nicht durch. Das Enrichment Center bittet erneut vielmals um Verzeihung. Dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Die Test. Halt die Klappe! Ich komme da nicht rein. Ich hab's beim zweiten Mal geschafft damals. Das ist zum Kotzen hier. Mann! Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Wir empfehlen, jetzt aufzugeben. Nein! ADF! ADFL. Meine Güte, das ist doch nicht so schwer. Ich hab das doch schon mal geschafft. Aufzugeben ist keine Schande. HDF. An dieser Stelle abzubrechen ist in der Tat eine vollkommen vernünftige Reaktion. HDF. Das ist mein Motivationstrainer hier, oder was? Jetzt fehl ich. Nein! So. Hören Sie auf, nicht durch. Und es gibt sofort Kuchen. Ja, ich muss nicht drehen. Guckst du. So könnte es klappen. Ich glaube auch. Jetzt geht er. Dann geht nicht. Natürlich wird das sowas. Das hat ja nichts damit zu tun, wie ich den Würfel halte. Bleibt ja genau gleich. Appa! Meine Güte, Leute, ich schneid das nicht raus. Nein, ihr könnt das schön mit ansehen. Ja, dann bleibt doch da, verdammt. Das ist so geil, Leute. Ihr könnt mich jetzt schon hassen dafür. Aber. Ey, ich hab das beim zweiten Mal, glaube ich, geschafft, da. Als ich das gemacht hab. Ja. Ist nicht euer Ernst. Das Lustige ist, jetzt habe ich verkackt. Weil. Hallo, I am Lindsay Lohan. Komm, ja. Ha! Geschafft. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Alter. Meine Fresse. Also, Entschuldigung, Leute. So wird das nachher später immer weiter ablaufen. Immer weiter und immer weiter und immer weiter. Das heißt, es wird jetzt hier ein Frustration-Let's Play. Nein, wird's nicht. Das wird, glaube ich, ganz lustig. Also es wird nicht lange dauern, angeblich. Je nachdem, wie doof ich mich anstelle. Hallo, wir wieder. Unsere frühere Warnung. Du hast die Beherrschung der Konfliktimpulse. Okay. Ach, richtig. Da ist das Ding, da muss ich jetzt hier reinspringen. Und dann da, wii! Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Hallo. Da drauf. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Hoppa, geschafft. So. Ja, wie gesagt, man muss echt kombinieren, Leute. Wie man jetzt was macht. Vor allem muss man das Unmögliche für möglich halten. Gut, weiter geht's. Das
Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. Da ist es. In gefährlichen Testumgebungen.